Herzlich willkommen zu einem Vorbereitungsvideo auf die Inverted Classroom and Beyond 2021, die ja vollständig virtuell stattfinden wird. Die Anmeldung dazu ist auch bereits offen, also alle Interessierten, Sie können sich bereits anmelden. Mein Name ist Josef Buchner, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Learning Lab der Universität Duisburg-Essen, organisiere die Konferenz mit und freue mich ganz besonders, heute einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Liebe Sonja, hallo und ja, ich darf dich bitten, dass du dich ganz kurz für unsere Zuseherinnen und Zuseher vorstellst. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Sonja Thalmann und ich bin pädagogische Trainerin bei ACB EduWerk, einem IT-Systemhaus mit Sitz in Wien, und bin dort verantwortlich für unsere pädagogischen Trainings, wo es sich ums Unterrichten mit digitalen Endgeräten dreht. Also digitales Lernen ist mein täglich Brot. Bevor ich dort war, habe ich aber selbst 4 Jahre lang an einer Mittelschule in Wien, also Sekundarstufe 1, mehrere Jahre unterrichtet, und zwar in einer iPad-Klasse, wo jede Schülerin und jeder Schüler ein eigenes Gerät hatte. Das heißt, dieses Thema beschäftigt mich schon seit einigen Jahren und nicht erst seit Corona. Ja, genau. Super Stichwort. Danke dafür. Ich wollte gerade sagen, also perfekt vorbereitet auf die Situation, die wir jetzt eben auch haben. Ja, und was erwartet denn dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in deiner Session? Was bietest du an in der Konferenz? Meine Session dreht sich um das Gestalten von interaktiven Lernvideos mit dem Tool Edpuzzle. Und das biete ich deswegen an, weil ich festgestellt habe, dass während Corona viel mehr Leute als vorher auf Erklärvideos setzen, aber immer wieder auch auf die gleichen Probleme gestoßen sind, nämlich auf das Thema, ja, aber ich bin mir irgendwie nie sicher, schauen sich eigentlich meine Schülerinnen und Schüler das Video auch an und hören sie auch bei den richtigen Stellen zu und haben es dann eigentlich das Wesentliche verstanden, was ich glaube, was sie mit diesem Video verstehen würden. Weil im Gegensatz zum Präsenzunterricht, wo man vielleicht beim Video immer mal wieder stoppt und eine Frage einwirft, mache ich das halt nicht, wenn ich einfach nur einen Videolink zur Verfügung stelle. Und dieses Tool bietet einfach die Möglichkeit, ein eigenes Video oder auch ein bestehendes YouTube-Video zu verwenden und an den Stellen, wo ich es möchte, Multiple-Choice-Fragen einzubauen, offene Fragen einzubauen oder auch so Notizzettel, wo ich einfach die Aufmerksamkeit meiner Lernenden auf bestimmte Punkte hinlenken kann. Und eine weitere coole Funktion ist, dass ich das so einstellen kann, wenn sich meine Schülerinnen und Schüler mit einem Nickname anmelden, also sie müssen sich nicht zwingend registrieren, sie können da auch ein Pseudonym verwenden, damit es datenschutzrechtlich okay ist. Aber dann sehe ich ganz genau, wer hat das angeschaut und welche Stelle vom Video haben sie wie oft angeschaut, und erkenne daraus auch, wo sollte ich vielleicht in meiner Erklärung danach nochmal Schwerpunkte legen, wo liegen die Verständnisprobleme von meinen Schülerinnen und Schülern. Super, klingt natürlich super spannend und auch ein perfektes Thema für Inverted und Flipped Classroom. Da geht es ja ganz oft auch um Videos, um interaktive Videos, Lernendenaktivierung. Also das kann dieses Tool Edpuzzle auch leisten. Super, ja, vielen Dank. Ich glaube, das war perfekte Werbung auch für deine Session an der Konferenz. Ich sage vielen Dank. Sag auch nochmal bitte unbedingt anmelden. Natürlich auch an dich, Sonja, bitte anmelden, und an alle Interessierte. Melden Sie sich zur Konferenz an. Wir freuen uns drauf, wenn wir dann in eine virtuelle Austauschrunde mit Ihnen allen gehen können. Liebe Sonja, danke nochmal. Gesund bleiben und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im Februar.